Wir haben vorgestern die Varroa-Behandlung durchgeführt und gestern habe ich die Schwammtücher rausgenommen, habe gestern ein neues Sheet reingelegt und heute werde ich mal gucken, wie viele Milben gefallen sind, um auch mal eine Kontrolle zu haben, was passiert jetzt mit den Milben. Ich habe da mein Stativ schon aufgebaut, da werde ich gleich mein Smartphone reinhängen und dann gucken wir mal gemeinsam, wie das da drin aussieht. Heute ist nicht viel Bienenflug, wir haben schlechtes Wetter, es ist kalt heute. So, mal gucken. Ja, da sind ein paar tote Bienen drauf. Eine Wespe krabbelt da drauf rum. So, na, steht die Kamera nicht scharf, da liegt eine Milbe zum Beispiel. Wo haben wir noch mehr? Da liegt noch eine. Da liegen noch ein paar, da ist eine tote Biene. Ja, nochmal eine Frage an euch vielleicht. Diese Bienen, die jetzt hier liegen, die eine ist noch nicht mal ausgewachsen und liegt da schon. Das verstehe ich eigentlich gar nicht. Das sieht noch aus, als wäre die noch, also wäre die rausgezerrt worden aus einer Zelle. Und die anderen beiden sind hier schon tot. Kommt das jetzt von der Ameisensäurebehandlung oder habt ihr da eine andere Idee? Also ich habe hier jetzt gezählt, es sind so 35 Milben, die gefallen sind. Hier sind so ein paar auf einem Haufen. Da auch überall. Also die Ameisensäurebehandlung wirkt. Und ja, wirkt wahrscheinlich auch dann zum Nachteil einiger Bienen. Die zweite Varroa-Behandlung ist abgeschlossen vor einer Woche. Und ich habe zwischenzeitlich mal kontrolliert, wie der Totenfall ist von den Varroa-Milben. Im Schnitt waren es so 35 Stück pro Tag. Jetzt habe ich 3 Tage nicht mehr reingeguckt und will jetzt die Varroa-Milben, die Toten, nochmal zählen. Es müssten jetzt ein paar mehr gefallen sein. Danach mache ich dann die dritte und letzte Behandlung erstmal für das Hauptvolk mit der Ameisensäure und dann müsste es eigentlich ausreichen, dass die Bienen in den Winter gehen können mit dieser letzten Behandlung. Zusätzlich muss ich jetzt gucken, ob genug Futter da ist. Ich vermute mal, es fehlt noch ein bisschen was. Die sollen ja ganz gerne 15 Kilo haben und ich schätze mal, es sind zwischen 10 und 12. Dann werde ich nochmal auffüttern die nächsten Tage. Und ich gucke jetzt auch heute nochmal, ob Brut da ist für die Winterbienen, die ja nun langsam herangezogen werden. Das will ich heute nochmal durchzählen. Und wenn du neugierig bist, dann bleib ruhig dabei.
So, also wir sehen hier eine Kellerassel rumlaufen. Ja, die darf auch da sein. Aber wir sehen auch ganz viele Milben. Und das sind bestimmt jetzt mehr als die letzten 35, die ich gesehen habe. Gut, ich muss jetzt erstmal alles zusammenzählen und das dann durch drei teilen, das Ergebnis. Ja, da sind auch noch ein paar. Und dann sehe ich, wie die Erfolgsquote ist. So, ich habe jetzt also gezählt. Ich habe 80 Milben gezählt, so um und bei. Habe das jetzt wieder sauber gemacht und werde jetzt das weiße Sheet wieder mit rein schieben und 80 Milben in 4 Tagen waren das. Ich habe nochmal nachgeschaut in meinen Aufzeichnungen. Das heißt 20 Milben pro Tag. Das ist schon mal ein bisschen weniger als vorher. Wir haben ja vorher 35 pro Tag gehabt. Das ist schon mal gar nicht schlecht, glaube ich. So, ich schiebe jetzt den Schieber wieder rein und mache dann die Durchsicht nach Futter und Brut. Gut, ich habe jetzt ungefähr 60 Achtel an Futter gefunden. Ich habe 1, 2, 3, 4 Brutwaben gefunden. Das sollte erstmal gut sein, denke ich. Ich werde jetzt nochmal genau ausrechnen, was das ist an Honig, wie viel Kilo, und dann morgen gegebenenfalls zufüttern. Jetzt mache ich erstmal die Varroa-Behandlung nochmal ein letztes Mal und dann kommt der Deckel wieder drauf und das ist beendet für heute. Okay, ich habe jetzt nachgerechnet, es sind jetzt ungefähr 7,5 bis 8 Kilo Futter in der Beute, also im Hauptfolg drin. Das ist noch ein bisschen wenig. Ich werde morgen dann 4 Kilo Flüssigfutter einfüllen und dann sind es 12,5. Das mache ich dann insgesamt zweimal, dann sollten sie genug haben. Und dann können die eingewintert werden. Oder sie wintern sich selbst ein. Mal gucken.